Wer krediert das Geld? Ich darf als ersten Herrn Fahren schon bitten, zu mir hier durch diese Kirchenbank zu kommen. Begrüßen Sie Georg Fahren schon. Er ist seit 2012 Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Er ist von 2008 bis 2011 Finanzminister in Bayern gewesen und ein Volkswirt von Beruf oder vom Studium her. Ich habe nachgelesen, Herr Fahren schon, auf der Internetseite des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Und da steht fair, menschlich und nah am Menschen. Fair, menschlich und nah am Menschen seien die Sparkassen und die Finanzinstitute, die Ihr Verband vertritt. Das klingt gemütlich und das klingt schön. Und das sagen zurzeit alle Banken, weil wer möchte schon eine Bad Bank sein, die weit weg ist von den Menschen, kalt und fern von den Menschen. Können Sie uns vielleicht hinter der Worthülse etwas präziser sagen, was die Banken, für die Sie zuständig sind, was die auszeichnet? Sehr gerne, Herr Hank. Auch ich bedanke mich natürlich für die Einladung und gratuliere den Organisatoren und den Vorbereitungsteams, so einen Platz auch im Programm geschaffen zu haben. Weil ich glaube, wir merken alle, wie diese Fragen uns über den Tag hinaus beschäftigen. Was unterscheidet Sparkassen von Investmentbanken? Eigentlich seit Beginn an ihren völlig anderen Antritt. Sparkassen sind seit über 200 Jahren durch das sogenannte Regionalprinzip, also durch die Verankerung einer jeden Sparkasse mit ihrer Heimatregion, nicht in der Lage, sich zu versetzen, nicht dort zuzumachen und neu zu gründen, sondern sie stehen in der Verpflichtung, die Einlagen aus der Region einzusammeln, werterhaltend anzulegen und gleichzeitig der Region, den Städten und Gemeinden, aber vor allen Dingen den Unternehmerinnen und Unternehmern in der Region für ihre Investitionen in ihre örtlichen Betriebe Kredit zu geben. Und dieses Zusammenspiel aus Einlagen aus einer Region zu verwahren, zu verwalten und derselben Region wieder zur Verfügung zu stellen, das ist der zentrale Unterschied. Der Erfolg einer Sparkasse ist quasi von Beginn an mit dem Erfolg, mit der Entwicklung ihrer Heimatregion verbunden. Und insoweit sind wir in den letzten zwei Jahrzehnten oft gescholten worden, zu langweilig, zu wenig international, zu rückwärtsgewandt und können nun, bezogen auf die letzten drei, bezogen auf die letzten vier Jahre sagen, genau wegen diesem Unterschied waren wir selbst in schwierigsten Zeiten immer auch als der zentrale Partner des Mittelstands, der privaten Haushalte, da, waren nicht weg und konnten am Ende auch mithelfen, dass die negativen Auswirkungen aus der Finanzmarktkrise, aus dem Durchbrennen der internationalen Finanzmärkte in den Regionen, in den örtlichen Strukturen, Gott sei Dank nicht zum Durchbrennen geführt haben. Sagen Sie, käme ein besonders cleverer oder wenigstens ein besonders an Rendite interessierter Sparkassendirektor in Rosenheim auf die Idee, vielleicht doch mit meinen und die ein oder anderen Einlagen, nicht von Hamburg, aber von Rosenheim, der Leute, der Sparer, ein wenig Weizen ins Depot zu mischen, ein bisschen Weizen, ein bisschen Soja zu kaufen, weil er sagt, damit kriege ich mehr als das, was mir der Kredit an den örtlichen Metallunternehmer bringt. Wäre ihm das
verboten? Oder können Sie uns garantieren, dass er in dem Sinn, im Sinne von Herrn Flassbeck, keine schlechten Geschäfte macht? Kann ich mir da sicher sein? Wir debattieren in einem Gotteshaus. Und ich vertrete eine... Und ich vertrete eine bis auf die Knochen dezentrale Organisation. Die Deutsche Sparkassenfinanzgruppe ist kein Konzern, wo der Präsident sagt, wir marschieren jetzt so rum oder so rum und alle 422 Sparkassen folgen ihm mit ohne Widerwort. Deshalb wäre es vermessen, heute hier zu sagen, ich garantiere das. 422 Sparkassenvorstände sind immer auch Versuchungen ausgesetzt. Aber die Grundlinie, die Grundüberzeugung, dass wir in unserem Erfolgsverständnis nicht uns an zweistelligen Eigenkapitalrenditen orientieren, weil wir eben nicht Einleger anwerben und sagen, beteilige dich an dieser Sparkasse, gib mir 100 Euro und du kriegst 25 Euro pro Jahr wieder zurück, die unterscheidet uns. Und insoweit haben wir bis hin in unser Spitzeninstitut die Frage, wie wir auch den Anlegern, getragen von dieser Grundüberzeugung, von dieser Geschäftsphilosophie der Sparkassen her, Fonds, Altersvorsorgeprodukte anbieten, bezogen auf unser Haus, die Deka, klar festgestellt, Spekulationen mit Rohstoffen gibt es im Lager der Sparkassen in Deutschland nicht. Ich hoffe, dass auch jeder sich dieser besonderen Verantwortung bewusst ist. Soweit ich es weiß, ist tatsächlich in den letzten 5 Jahren, auch der Finanzkrise, keine Sparkasse in die Knie gegangen, hat sich verspekuliert, musste gerettet werden. Aber die Sparkassen, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, sind Miteigentümer der Landesbanken. Die Landesbanken, ich denke, das Stichwort musste kommen, haben sich nun auf eine ganz besonders unrühmliche Weise verspekuliert in Irland etc. Sie wissen das alles. Also an der Stelle, und die Bayern LB macht da keine Ausnahme, an der Stelle scheint doch etwas schiefgegangen zu sein. Was denn, Herr Fahrschon? Ja, es wäre ja vermessen, mich heute vor Sie zu stellen, zu sagen, das hat alles nicht stattgefunden. Und es hat stattgefunden in den deutschen Landesbanken, es hat stattgefunden in den deutschen Privatbanken, es hat stattgefunden auf der Hälfte der Welt. Und deshalb stellt sich für mich jetzt die Frage, wer hat wie reagiert? Wie haben wir wo welche Konsequenzen gezogen? Und da kann ich sagen, wir haben die Konsequenzen gezogen. Ich habe in meiner eigenen Verantwortung eine der ersten Konsequenzen gezogen und habe in die Aufsichtsgremien der bayerischen Landesbanken weniger Politik und mehr Fachleute, externen Sachverstand gesetzt. Wir haben die Aktivitäten der Landesbanken, jede für sich, ob Stuttgart, München, Hannover, zurückgefahren. Die internationalen Aktivitäten, Auslandsbüros geschlossen. Die Landesbanken wieder auf das konzentriert, was ihre Aufgabe ist, nämlich als Partner der Sparkassen und als Partner derjenigen Unternehmen, die für eine kleine regionale Sparkasse zu groß geworden sind, die aber trotzdem mit der Grundphilosophie der Sparkassen weiterarbeiten wollen, als Partner, nicht als Akteure in den internationalen Finanzmärkten, sondern als Begleiter des deutschen Mittelstands in die europäischen Nachbarregionen zu positionieren. Dabei haben wir in den letzten 3 Jahren die Bilanzsumme der Landesbanken um ein Drittel zurückgefahren. Wir haben die sogenannten risikogewichteten Assets um ein Drittel zurückgefahren. Und wir haben trotzdem unsere Aufgabe, dem deutschen Mittelstand auch als Partner zur Verfügung zu stehen, eingehalten. Ich muss auch auf ein zweites und alles andere als ein Ruhmesblatt hinweisen. Wir haben in den letzten 3 Jahren eine Landesbank abgewickelt. Ich wäre zufriedener mit der Gesamtsituation, wenn nicht nur die Sparkassen die WestLB vom Markt genommen hätten, sondern wenn auch andere Akteure, Banken, die über kein Geschäftsmodell verfügen, die offensichtlich jetzt schon wieder dieselben Fehler der Vergangenheit wiederholen, wenn die auch abwickeln würden, da wären wir schon einen erheblichen Schritt weiter. Zum einen
Landesbanken abwickeln? Nein, oder habe ich das falsch verstanden? Ich meine die Banken abwickeln, die offensichtlich entweder keinen Platz oder keinen Zugang, keine Idee für ihre Rolle haben. Diejenigen Banken, die jetzt schon wieder, ob in Rohstoffspekulationen oder alleine im Geschäft zwischen den Banken, ihren Platz finden, die müssen sich fragen, ob sie wirklich einen Beitrag zur Volkswirtschaft, wirklich eine dienende Funktion einnehmen oder ob sie am Ende nicht einfach nur versuchen, ihr fehlendes Geschäftsmodell irgendwie über die Zeit zu retten. Das ist die Frage, die wir zu stellen haben. Also, Ihr Wort in Gottes Ohren und auch aufrichtig glaube ich es Ihnen. Vielleicht hätten Sie noch dazu sagen müssen, dass vor der Restrukturierung Sie schon auch den Steuerzahler und den Bürger in Haftung genommen haben, für die Verluste der Landesbanken einzustehen. Ja, aber am Ende, und das können wir gerne am bayerischen Modell durchdeklinieren, ja, der bayerische Steuerzahler hat 10 Milliarden, der Staatshaushalt hat 10 Milliarden aufnehmen müssen. Und ganz persönlich, das macht Ihnen als Finanzminister keinen Spaß, wenn Sie vor die Regierung treten müssen, vor den Landtag treten müssen und sagen müssen, wir haben jetzt abzuwägen, stabilisieren und 10 Milliarden neue Schulden aufnehmen oder nicht stabilisieren und unsichere Bedingungen und Entwicklungen in Kauf zu nehmen. Aber zur ganzen Wahrheit gehört natürlich dazu, und es wird ja am Ende auch die weitere Geschichte zeigen, die Politik und der Freistaat Bayern hatte ja auch eine Eigentümerrolle. Also die Bayerische Landesbank war vor der Krise ja auch zur Hälfte im Eigentum der Sparkassen, denen ist ein Vorwurf zu machen, aber zur anderen Hälfte im Eigentum aller bayerischer Bürgerinnen und Bürger. Und dass man in dieser Situation sagt, ihr könnt euch jetzt nicht rausstehlen, ihr könnt nicht am Ende dieses Problem den ganzen deutschen Steuerzahlern vor die Füße kippen, sondern ihr müsst euch auch eurer Verantwortung stellen. Das war, glaube ich, unter den gegebenen Maßstäben und unter den gegebenen Bedingungen auch eine notwendige Entscheidung zu sagen, wer zur Hälfte Eigentümer einer Landesbank ist, der muss sich auch dieser Verantwortung stellen. Wir haben viel zu oft zugelassen, dass wir quasi Risiko einerseits und Verantwortung für die eingegangenen Risiken andererseits getrennt haben. Ich glaube, wir reden hier Risiko und Verantwortung über ein Paar siamesischer Zwillinge, das man nicht trennen darf, weil ansonsten nur negative Entwicklung und schwierigste wirtschaftliche Stresssituationen daraus erfolgen und erwachsen können. Wir kommen darauf zurück. Ich darf Sie bitten, hier Platz zu nehmen. Und ich möchte gern Sven Giegold. Vielen Dank. Ich begrüße Sven Giegold, kein Unbekannter hier, denke ich, Mitbegründer von Attac Deutschland, Mitglied der Grünen seit 2008, wenn ich es richtig nachgelesen habe, und seit 2009 sind Sie im Europäischen Parlament. Sie haben 2003 ein Buch geschrieben mit dem Titel Steueroasen trockenlegen. Fühlen Sie sich durch das, was wir die letzten Monate erleben, bestätigt in einer frühzeitigen Diagnose und Therapie, die Sie damit vorgeschlagen haben? Tja, also vor allem habe ich im Jahr 2000 eine Organisation mitgegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese spekulative Treiben, was Heiner Flassbeck beschrieben hat, mit einer Finanztransaktionssteuer zu belegen. Wir sind von sehr vielen verlacht worden und heute steht diese Steuer vor der Einführung. Und auf beides bin ich sehr stolz, dass wir damals das Richtige gefordert haben und dass jetzt in der Krise diese... auf diese Forderungen wie automatischer Informationsaustausch mit der Schweiz und vielen anderen Steueroasen, Fluchtplätzen zurückgegriffen wird. Was mir allerdings Angst macht, und das verdirbt mir ehrlich gesagt die Freude, ist, dass ich als Europapolitiker große Angst darum habe, ob das europäische Projekt, dieses Friedenswerk, dieses Zukunftswerk Europa, ob das diese Krise übersteht, wenn wir so weitermachen, dass wir die Kosten dieser Krise, die eine weltweite gemeinsame Krise waren,
auf dem Rücken von 25-30% Arbeitslosigkeit in Südeuropa abladen und gleichzeitig die Legitimation verlieren, Europa noch gemeinsam voranzubringen, dann sieht es übel aus auf unserem Kontinent. Und das macht mir wirklich sehr große Angst und das müssen wir gemeinsam verhindern. Dieses Europa ist zu wertvoll, um es auf dem Scheiterhaufen dieser Krise zu opfern. Man hat mir gesagt, ich dürfe quasi außerhalb der Tagesordnung zwischendurch auch Sie befragen. Und das scheint mir eine ganz gute Gelegenheit zu sein, wo Sie einfach durch Handzeichen signalisieren können, sind Sie der Meinung, wenn Sie sich befragen, die Nachrichten, die Sie sehen, die Zeitungen, die Sie lesen, sind Sie der Meinung, dass Europa gut durch diese Krise kommen wird, wenn Sie Ja sagen, dann heben Sie doch jetzt einfach geschwind die Hand. Es ist nicht wirklich überwältigend, darf ich einfach die Gegenprobe machen. Wer ist der Meinung, Europa wird nicht gut, ja, wird ziemlich schwer lädiert aus dieser Krise herauskommen? Ich fürchte, Herr Giegold, also fürchte auch in Ihrem Sinn, das ist die Mehrheit. Und es scheint mir nicht ganz unrealistisch zu sehen, was immer man daraus für Schlüsse zieht. Was für Schlüsse ziehen Sie daraus? Also aus meiner Sicht ist daraus vor allem der Schluss zu ziehen, dass Europa nicht nur von den ökonomischen Regeln her falsch gebaut wurde, sondern auch von den politischen. Was mir am allermeisten Sorgen macht, ist, dass die Ergebnisse europäischer Politik derzeit nicht im Gemeinwohl der großen Mehrheit der Leute sind. Ich sehe das bei der Finanzindustrie. Um hier beim Thema zu bleiben, ich könnte auch über Investitionen in Südeuropa sprechen, um den ökologischen Umbau, Dinge, die wir aus Europa derzeit nicht herausbekommen. Aber was mir Sorgen macht, ist, wir brauchen einerseits mehr Europa in ganz zentralen Feldern, aber die Bürgerinnen und Bürger sehen offensichtlich, dass es nicht so funktioniert, dass es im Sinne der Mehrheit ist. Und deshalb sind sie vorsichtig, ob man dieses Europa jetzt weiterbauen soll. Und ich muss sagen, ich kann das verstehen. Ich sehe das, wie das derzeit läuft mit der Finanztransaktionssteuer. Nachdem das Europaparlament, und da bin ich auch stolz drauf, mehrfach gedrängt hat, wir brauchen das, nach und nach in den Wirtschaftswissenschaften die Zahl der Leute gestiegen ist, die gesagt hat, das ist eigentlich eine gute Idee, hat die Europäische Kommission den Vorschlag gemacht. Der Vorschlag ist jetzt da, immerhin mal 11 Länder wollen mitmachen. Und jetzt vergeht kein Tag, an dem nicht in den internationalen Zeitungen große Studien veröffentlicht werden, warum diese Steuer angeblich des Teufels ist. Es ist ein enormer Druck, diese Steuer nicht durchzuführen. Und das Gleiche haben wir bei der Bekämpfung der Nahrungsmittelspekulation, bei der Begrenzung von Spekulationsaktivitäten der Banken. Wir haben einen Lobbydruck. Das Ganze ist ein enormes politisches, demokratisches Problem. Und wenn wir es nicht schaffen, das große Geld wieder demokratiepflichtig zu machen, dann geht dieses Europa deshalb vor die Hunde, weil eben die Menschen zu Recht nicht sehen, dass wir es schaffen, Regeln im Sinne der Mehrheit und der Gestaltung einer sozialen Marktwirtschaft aufzuerlegen, sondern dass stattdessen die Regeln von denen gemacht werden, die von ihnen betroffen sind, auf der Anbieterseite. Und das kann nicht sein. Das braucht eine Trennung des großen Geldes von der Politik. Können Sie, die Zustimmung ist da, aber vielleicht in drei einfachen Sätzen sagen, wie eine Finanztransaktionssteuer eine weitere, eine nächste Finanzkrise verhindert? Wie muss man sich diesen Zusammenhang vorstellen, wenn er denn da ist? Also, Heiner Flassbeck hat das ja auch schon gesagt, was wir hier in Europa haben, das wäre durch eine Finanztransaktionssteuer nicht verhindert worden. Das haben Sie ja auch in Ihrer Frage gesagt, das würde ich auch überhaupt nicht behaupten. Aber es gibt eben Märkte, wichtige Märkte, die derzeit spekulationsgetrieben sind und die es nicht sein sollten. Und dieses Treiben, das kann man dadurch begrenzen. Und das haben wir entsprechend vorgeschlagen, weil kurzfristiger Einsatz von Kapital wird damit übermäßig verteuert. Durch eine kleine Steuer, die ein realer Investor gar nicht spürt, wird das teurer und dadurch werden diese Märkte zurückgedrängt. Unser Problem ist heute ein anderes.
Das bestreitet eigentlich auch keiner. Sie haben inzwischen eine große Mehrheit von Ökonomen, die sagen, global wäre die Finanztransaktionssteuer eine ganz vernünftige Idee. Es hätte auch den Vorteil, dass das Finanzsystem zumindest für einen Teil seiner Kosten, die wir jetzt alle zusammentragen müssen, aufkommen müssen. Aber auch das Hauptproblem ist, wenn jetzt nur ein Teil der Länder das einführt, dann gibt es natürlich die Gefahr, dass ein Teil dieser Geschäfte dann abwandert. Dagegen kann man etwas tun. Das hat die EU-Kommission auch vorgeschlagen. Der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, sieht vor, dass auch wenn Europäer im Ausland spekulieren, dann auch Steuern bezahlen müssen. Und seit dieser Vorschlag auf dem Tisch ist, läuft die Finanzindustrie übergreifend amok, weil sie das nicht möchte, dass wir als Europäerinnen und Europäer wagen, für alle Bürgerinnen und Bürger hier Regeln aufzustellen, die dann auch international gelten. Aber das brauchen wir, wenn wir dieses spekulative Kapital in den Griff bekommen wollen. Und genau das liegt jetzt auf dem Tisch und das müssen wir durchsetzen. Vorerst letzten Frage noch einmal auf Europa zu sprechen, weil mich dieses Abstimmungsergebnis bedrückt ist, zu viel gesagt, aber doch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Herr Giegold, sind Sie der Meinung, dass so etwas wie Vereinigte Staaten von Europa, worüber man viel diskutieren könnte, aber denken wir an die USA, denken wir, obwohl man es kaum mehr sagen kann, an die Schweiz, also an unterschiedliche Kantone, die sich zusammenschließen, in welcher Form auch immer. Sind Sie der Meinung, dass das Europa Hülfe? Hülfe ist ein Wort, das kenne ich eher aus der Bibellektüre. Sehr schön. Ein schöner, starker Konjunktiv. Sehr schön. Das ist wirklich schön. Ja, also, ob es Hülfe. Ich bin nicht für diese Wortschöpfung Vereinigte Staaten von Europa. Warum? Weil ich finde, dass dieser Begriff so klingt, als würden wir die Vereinigten Staaten von Amerika kopieren wollen. Was wir brauchen, ist eine echte europäische Demokratie, wo nicht mehr Nationalstaaten hinter verschlossenen Türen des Rates beschließen, wer morgen wie viel Geld ausgeben muss, sondern wo eine europäische Regierung für die Zuständigkeiten, die wir auf europäischer Ebene verankern, Entscheidungen trifft unter Verantwortung eines europäischen Parlaments. Das gelingt aber nur, wenn wir zwei Dinge tun. Europa muss für die Sachen zuständig sein, die wirklich übergreifend wichtig sind und wo wir uns gegenseitig unnötig das Leben schwer machen, wie etwa bei Steuerflucht oder bei schlechter Wirtschaftspolitik. Europa muss sich aber zurückhalten, da wo wir uns in das Leben der Menschen vor Ort einmischen. Ich möchte ein Europa, das die Steuerflucht ganz klar an die Karren legt, ganz klar eng führt, verhindert, das sich aber nicht einmischt darin, wie das Wasser vor Ort verwaltet wird. So ein Europa brauchen wir wahrhaft. Das haben Sie gehört, das war große Zustimmung. Ich werde gebeten zu sagen, Herr Erwin Frisch aus Bergisch Gladbach, der möge doch bitte nach vorne kommen. Keine Ahnung warum, aber wenn Herr Erwin Frisch hier ist, dann soll er doch bitte nach vorne kommen. Und zu mir möge jetzt Thomas Jorberg kommen. Mein nächster Gast ist wieder ein Banker, ein richtiger Banker, man kann nicht sagen, Herr Fahrenschon ist auch ein ganz richtiger Banker, nein, ein Politiker, der es mit den Banken zu tun hat. Und Sparkassen sind offenkundig keine Banken, noch nicht mal Bank möchte man dazu sagen. Also, Herr Jorberg ist seit 86 bei der GLS Bank in Bochum und er ist dort seit dem Jahr 2003 Vorstandssprecher. Ich werde einen Teufel tun, zu sagen, was die GLS Bank ist, aber ich würde Sie bitten, kurz den Teilnehmern hier, dem Publikum zu sagen, wer und was ist die GLS Bank? Das mache ich gerne. Die GLS Bank ist 1974 gegründet als eine Genossenschaftsbank, die von Anfang an ihren Kunden offengelegt hat,
was sie mit den eingelegten Geldern macht. Also wir veröffentlichen die vergebenen Kredite, nicht die privaten, die nur in Anzahl und Summe und Verwendungszweck, aber wir machen transparent, was wir mit den eingelegten Geldern machen, und wir haben sehr klare Kriterien dafür, was wir finanzieren und was wir nicht finanzieren. Wir sind im Wesentlichen im gemeinnützigen Bereich, im sozialen, im Bildungsbereich tätig. Wir sind in der ökologischen und sozialen Wohnfinanzierung tätig und wir finanzieren sehr viel regenerative Energien, die Biolandwirtschaft und bis zum Handel, bis zu Superbiomärkten. Und insofern geben wir unseren Kunden neben einem marktdurchschnittlichen Zinssatz, neben der Sicherheit, die eine Genossenschaft bieten kann, eben das Entscheidungskriterium, macht die Geldanlage Sinn im Kontext des jeweiligen Kunden oder nicht? Und insofern packen wir das an, wenn wir diese ganzen Fragen mal, die vorhin völlig zu Recht genannt und kritisiert worden sind, sagen, was ist im Kern das Problem in unserem Finanzmarkt? Und ich würde sagen, wenn Sie heute zwei Angebote bekommen, das eine ist mit 2, das andere ist mit 3% verzinst. 2%, 3%. Und es hat die gleiche Risiko, in der Regel abstrakt geratet, und es hat die gleiche Laufzeit. Wie werden Sie sich entscheiden? Blöde Frage. Warum? Weil es keine Entscheidung ist, sondern sich sozusagen systemisch vorgegeben. Und die Frage der Verantwortung für soziale, für ökologische oder für gesellschaftliche Fragestellung kommt in dieser Entscheidungsmatrix nicht vor. Und insofern nenne ich das, das ist systemisch organisierte Verantwortungslosigkeit in Bezug auf soziale und ökologische Fragestellungen. Und bei aller Regulatorik, die wir brauchen, ich bin völlig bei Ihnen, dass wir das Spekulieren mit Rohstoffen verbieten müssen und einige andere Dinge auch. Und dass wir natürlich mehr Eigenkapital brauchen, mehr schärfere Liquiditätsvorschriften und so weiter, das brauchen wir alles. Aber wenn wir an diese Grundentscheidungsmatrix nicht rangehen und in das System Verantwortung für soziale und ökologische Fragen implementieren, dann werden wir nicht wirklich einen Schritt weiterkommen. Und das versucht die GLS Bank. Nun kann ich auch da sagen, Ihr Wort in Gottes Ohren. Ich habe gerade ein aus meiner Sicht sehr gutes und extrem bankenkritisches Buch gelesen, nämlich von Martin Helwig, ein Max-Planck-Ökonom, The Banker's New Clothes heißt es. Es zeigt uns, die Banker sind nackt, und wenn sie uns immer gesagt haben, wir sind eine besondere Branche, dann glaubt ihnen das nicht. Darin habe ich allerdings was anderes gelesen als das, was Sie gerade gesagt haben. Kein Widerspruch dazu, aber etwas anderes. Er sagt, das Problem ist für mich als Anleger, aber auch für die Bank, welches Risiko die Bank eingeht. Und das bestimmt sich, jetzt kurz gesagt, sehr stark danach, mit wie viel Fremdkapital sie arbeitet und wie wenig Eigenkapital sie hat. Das große Problem der Banken war nicht, dass sie in falsche Assets angelegt haben, sondern dass sie mit viel zu wenig Eigenkapital viel zu riskante Geschäfte gemacht haben, die man auch, wenn man will, Spekulation nennen kann. Ich würde danach fragen, stimmen Sie dem zu? Und dann würde ich gern fragen, wenn ich das Buch ernst nehme, wie viel Eigenkapital hat Ihre Bank, damit ich sicher bei Ihnen ein Sparbuch eröffnen kann? Also lassen Sie mir noch ein Wort dazu sagen, ob das falsch war oder richtig war, wird ja gar nicht beurteilt, was Sie damit gemacht haben inhaltlich. Und das ist das Problem. Insofern kann Uli Hoeneß sagen, das ist moralisch, es ist nicht unmoralisch, es ist amoralisch, weil die Frage nicht vorkommt, ist es sozial, ökologisch, gesellschaftlich vertretbar, ja oder nein. Das ist immer noch für mich das Kernproblem. Aber selbstverständlich brauchen die Banken höheres Eigenkapital. Und insofern finde ich diese Vorschriften auch richtig, die es dort gibt, auch wenn die einige Anstrengungen der GLS-Bank abgefordert haben. Und je nachdem, wie man das misst, ob man das an den gewichteten Aktiva misst, da liegen wir bei 14%, oder ob man das im Verhältnis zur Bilanzsumme insgesamt misst, da sind wir bei knapp 6%, sind wir im Verhältnis zu anderen Banken da recht gut ausgestattet.
Da würde der zitierte Autor Martin Hellwig sagen, das reicht nicht, aber dann kann man sagen, werden wir es mal sehen, ob es in einer Krise reichen würde oder nicht. Man kann es schwer im Vorhinein feststellen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Wir werden gleich noch einmal darauf zurückkommen. Und ich darf Herrn Steinbrück sehr herzlich bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Ich stelle auch Herrn Steinbrück vor, obwohl das womöglich ein bisschen albern oder zumindest bekannt vorkommt, der Kanzlerkandidat der SPD, Finanzminister der Großen Koalition, Ministerpräsident und Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, waren, glaube ich, die wichtigsten Stationen der politischen Karriere, auch eher ein Ökonom. Herr Steinbrück, 5 Jahre Finanzkrisen, 3 Jahre Eurokrise, teilweise waren Sie aktiv als politisch handelnde Person dabei. Wenn Sie ganz knapp sagen müssten, was sind Ihre Lehren als Politiker, aber auch als Zeitgenosse aus diesen 5 Jahren, was würden Sie dann sagen? Eine sehr viel stärkere Bankenregulierung und eine verbesserte Bankenaufsicht. Bankenregulierung bedeutet, dass Staaten nicht mehr erpressbar sein dürfen durch große Banken. Und das bedeutet, dass man auf europäischer Ebene ein Rechtssystem braucht, auf dem Banken abgewickelt und restrukturiert werden können. Dazu braucht man eine entsprechende Einrichtung und man muss vor allen Dingen dann einen Bankenrettungsfonds haben, der aber nicht von den Steuerzahlern finanziert wird, sondern von den Banken selber. Ich stimme zu. Und das ist Gegenstand auch eines Papiers, das wir vor 3/4 Jahr geschrieben haben. Es müssen einige Produkte verboten werden. Ungedeckte Leerverkäufe müssen verboten werden. Der Handel mit Kreditversicherungsscheinen muss verboten werden. Insbesondere, wenn es gar nicht darum geht, sich gegen ein konkretes Kreditausfallrisiko zu versichern. Nahrungsmittelproduktionen sollten nicht einer Spekulation unterworfen werden. Aber es ist nicht ganz so leicht manchmal, wie Herr Flassbeck das dargestellt hat. Er hat recht. Er hat recht, wenn er sagt, dass die monetäre Welt sich deutlich entfernt hat von der realen Welt. Um Ihnen eine Zahl zu geben, der Handel mit Derivaten, das sind Wetten auf zukünftige Preise, beträgt inzwischen ungefähr wieder, ich runde ab, 600 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das jährliche reale Wirtschaftsprodukt ist nur 1/10, 60 Billionen. Insofern hat er völlig recht, was sich dort auseinanderentwickelt hat, spekulativ getrieben. Aber es gibt die eine oder andere Wette auf zukünftige Preise, die man, wie ich glaube, nicht verbieten sollte. Nämlich dort, wo sie realwirtschaftlich unterlegt ist. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Es ist der Senator Buddenbrook gewesen in dem Buch von Thomas Mann, der zum Beispiel eine Weizenernte in Mecklenburg Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts aufgekauft hat. Er hat dies getan in der Erwartung, dass er sie günstiger weiterverkaufen könnte. Der Bauer, der sie ihm verkauft hat, der hat es getan, weil er gegen fallende Preise sich absichern wollte. Dann passiert in diesem Buch ein Unwetter und der Senator Buddenbrook muss diesen Preis bezahlen und er kriegt die Ernte gar nicht. Das hat es also schon immer gegeben. Der Punkt ist, dass wir es heute zum Beispiel bei der Lufthansa zu tun haben, die macht ein Geschäft auf den zukünftigen Kerosinpreis. Oder ThyssenKrupp macht eine Wette, wenn man so will, ein Geschäft auf den zukünftigen Nickelpreis, um sich abzusichern. Das ist mein Einwand auch gegenüber dem, was Herr Flassbeck gesagt hat, dass die Welt nicht immer ganz so leicht ist, wie man sie gelegentlich erzählt bekommt. Ich würde diesen Unternehmen solche Geschäfte, die realwirtschaftlich Absicherungen geben, nicht verbieten wollen. Aber ungedeckte Derivatgeschäfte ja. Ich komme noch einmal zurück auf das, was Sie zu den Banken gesagt haben. Sie haben gesagt, die Steuerzahler, die Bürger sollen in Zukunft dafür nicht mehr haften müssen. Das heißt, Banken müssen dann eben auch geordnet oder wie auch immer zugrunde gehen können. Nun haben wir das im Kleinen ja in Zypern erlebt. Da hat die Europäische Staatengemeinschaft, die Euro-Staatengemeinschaft einen Teil, 10 Milliarden finanziert, aber gesagt, den Rest, 7 oder 10 werden es wahrscheinlich jetzt auch sein. Das müsst ihr schon selber machen. Und das sind Banken zum ersten Mal zugrunde gegangen. Ich wollte gerne wissen, ist das mehr oder weniger Ihr Modell? Und dann wäre die Nachfrage,
da hat man ja plötzlich gesehen, Banken zugrunde gehen lassen. Das hört sich auf den ersten Blick sehr schön an. Aber auf den zweiten sah man, Banken, wer sind die Banken? Das sind die Menschen, die ihre Einlagen, ihr Erspartes diesen Banken gegeben haben. Da waren es nun Russen, da sagt man, ist nicht so tragisch, aber wie wäre das? Streich das auf der Stelle wieder, danke schön. Stell Sie sich mal vor, ich hätte das gesagt. Schon am Ende. Ich habe die Frage allerdings ernst und nicht frech gemeint. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Ja. Die Frage heißt, ob Zypern das Modell ist. Also der erste Punkt ist, Sie haben völlig recht. Marktwirtschaft bedeutet, dass wenn man sich verzockt hat und wenn man scheitert, dann verschwindet man vom Markt. Völlig richtig. Das ist Marktwirtschaft. Diejenigen, die auf ihre Kunden eingehen, die wissen, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist, die anständig wirtschaften, die werden belohnt auf dem Markt und diejenigen, die sich verzocken, werden bestraft. Insofern, Banken müssen vom Markt verschwinden können. Oder abgewickelt werden können. In Deutschland findet das statt, wie Herr Fahren schon ja schon in einem Fall dargestellt hat. Das Zweite ist, man muss bei der Abwicklung es gar nicht erst dazu kommen lassen, dass die Steuerzahler auch bei einer großen Bank, nach dem Motto, die ist so groß und wenn sie umfällt, reißt sie alles andere mit, dass da die Steuerzahler in Verlegenheit kommen, das abzuwickeln. Deshalb wird international debattiert, dass man ein Trennbankensystem einführt. Das heißt, die klassische Einleger- und Kreditbank trennt von dem hochriskanten Geschäft, wo die Eigenhandel betreiben und Investmentbanken. Nach dem Motto, die hochriskanten Investmentbanking-Geschäfte und Eigenhandelgeschäfte, da darf nicht der normale Einleger, Sie, ich, alle anderen, für in Mithaftung gezogen werden, wenn die schief gehen. Dann gilt, dass wir in einigen Fällen in Europa in der Tat nicht vordringlich mit einer Staatsschuldkrise zu tun haben, das haben wir auch. Aber in vielen Fällen in Europa haben wir es mit einer Bankenkrise zu tun. In Irland, in Spanien, in Zypern. In Irland und Zypern ist zum Beispiel die addierte Bilanzsumme der Banken 8-mal so groß wie die jährliche Wirtschaftsleistung dieser Länder. Das heißt, die haben einen völlig überdimensionierten Bankensektor und der muss schrumpfen. Nach Möglichkeit muss der in einem geordneten Verfahren schrumpfen. Nicht so abrupt und nicht so dramatisch, dass er wieder Ansteckungsgefahren auslöst. Wenn eine Bank abgewickelt werden muss, dann muss in meinen Augen die Treppe von oben nach unten gekehrt werden. Das heißt, als erstes sind nicht die Steuerzahler dran, sondern die Aktionäre. Erste Stufe. Zweite Stufe sind dran andere Kapitalgeber. So, diejenigen, die Kapital gegeben haben, also wenn man so will, die Gläubiger dieser Bank, die können dann vielleicht gefragt werden, willst du deine Forderung an die Bank umwandeln in Eigentumstitel? Dafür gibt es den englischen Ausdruck, den lasse ich weg, aber sie tauschen ja ihre Forderung gegen Eigentum. Der Kurs der Bank geht natürlich erstmal in die Wicken bis zum Mittelpunkt der Erde, aber wenn die vernünftig sind und wieder vernünftig wirtschaften und ein gutes Geschäftsmodell haben, dann gehen die Kurse auch wieder hoch. In dritter Instanz muss man sich fragen, was ist mit den großen Sparern? Das hat in Griechenland stattgefunden mit denjenigen, die über 100.000 Euro haben. In vierter Instanz kann man sagen, da wirkt ein europäischer Rettungsschirm. Der heißt im Augenblick europäischer Stabilitätsmechanismus. Aber hinter dem europäischen Stabilitätsmechanismus stehen Staaten und damit die Steuerzahler und damit Sie und ich. Aber das wäre eine Abstufung mit Blick auf die Restrukturierung und Stabilisierung von Banken. Wichtig ist, dass die hochriskanten Geschäfte, der Eigenhandel und insbesondere das Investmentbankengeschäft, nicht zulasten der Einleger geht. Und wichtig ist, dass der sogenannte Schattenbankensektor genauso reguliert wird wie der ordentliche Bankensektor. Was allerdings voraussetzt, dass die besonders gefährlichen Banken die Investmentbanken sind. Das mag man ja, wenn man an Lehman oder so denkt, zustimmen. Aber wenn man an Spanien denkt, dann sieht man, es sind stinknormale, darf man wahrscheinlich auch wieder nicht sagen, aber ganz normale Sparkassen, die sich verzockt haben. Also so einfach ist die Welt zu trennen in gute und böse Banken, dann doch wieder auch nicht. Ja, wobei die Sparkassen, die Sie so nennen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche im Spanischen, die Cajas oder Caixas, die sind nicht dasselbe wie unsere Sparkassen. Das sind keine öffentlich-rechtlichen Sparkassen, die Verpflichtungen haben und vor allen Dingen auch die Geschäftsmodelle, die Herr Fahren schon treffend dargestellt hat, sondern die sind privatisiert worden vor einigen Jahren und Jahrzehnten. Die haben sich nun engagiert in einer Immobilienblase.
was viele von Ihnen, die in Spanien Urlaub gemacht haben, festgestellt haben, vom Jahr zu Jahr, Sie waren in einem Hotel untergebracht und im nächsten Jahr war Ihnen ein anderes Hotel davor gebaut. So, das ist die Immobilienblase, die es gegeben hat und wo diese spanischen Banken insgesamt wahrscheinlich einen hohen dreistelligen Betrag von Hypothekenkrediten auf ihren Bilanzen haben, von denen sie nicht wissen, wie viel davon faul sind. Das ist Sprengstoff. Aber es will man nicht herbeireden. Aber das zeigt, dass wir mit der Krise noch lange nicht am Ende sind. Mit Ihnen sind wir auch noch lange nicht am Ende. Ich darf Sie bitten, sich... Des Publikums füllt sich, lange wird es auch nicht mehr dauern, aber ein bisschen wollen wir hier oben zusammen diskutieren, womöglich auch ein bisschen kontrovers, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber ich tue mein Bestes. Wer regiert das Geld, heißt unsere gemeinsame Frage. Lange hat man gesagt, Wall Street oder Frankfurt oder Herr Ackermann oder Herr Chain heißt er jetzt. Wer regiert eigentlich das Geld? Herr Jorberg, Sie sind der Einzige, haben wir festgestellt, richtige Banker hier. Sie können uns das beantworten. Wer regiert das Geld und wer soll das Geld regieren? Ja, oder die Frage, wer wird vom Geld regiert? Und eine der Antwort, meine Damen und Herren, könnte sein Sie. Regieren das Geld, nicht umgekehrt, wollte ich das sagen. Und das habe ich versucht in dieser Systematik darzustellen, in dieser Entscheidungsmatrix, die wir haben, die uns alle dominiert. Und die Frage ist, wie dann dominiert, dann regiert uns das Geld in diesen Systemen, die wir haben. Und das ist die Aufgabe, das zurückzuerobern und zu sagen, wir regieren das Geld. Das Geld ist ein Instrument zur Gesellschaftsgestaltung. Und die Systeme, die wir dort haben, die alle beschrieben worden sind, sind keine Naturgesetze. Sie sind auch nicht Gott gegeben, sondern sie sind von uns gemacht und sie müssen von uns geändert werden. Und dann regieren wir das Geld und nicht umgekehrt. Herr Fernschon, was meinen Sie? Also ich schließe mich da gerne an, weil ich glaube, wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass die Frage... Wie legen wir Leitplanken, um die Aktivitäten an den internationalen Finanzmärkten, die Aktivitäten von Geldinstituten auch gut auf ein gutes Fundament zu stellen und auch einzugrenzen? Diese Frage hat zwei Seiten. Das eine ist die berechtigte Frage, wo sind internationale Spielregeln, die vor allen Dingen die großen Investmentbanken quasi einhausen. Weil natürlich ist es erschreckend, wenn die Fachleute des Währungsfonds zum Ergebnis kommen, es gibt vier Banken, die sind so groß, so übergroß, dass sie jederzeit wieder in die Lage kommen könnten, die gesamte Weltwirtschaft, alle mit in den Abgrund zu reißen. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie biegen wir ab? Bauen wir jetzt Sicherungssysteme, um diese Riesen abzustützen? Oder stellen wir die berechtigte Forderung auf, die müssen kleiner werden, damit sie in die Systematik, die wir uns weltweit auch zurechtgelegt haben, passen. Aber auf der anderen Seite, und es ist nicht weniger wichtig, die andere Seite dieser Medaille, die lautet einfach, wir alle müssen auch erkennen, Geiz ist eben nicht geil, sondern Gier frisst Hirn. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Denn nur die Diskussion zu führen, ich bin unschuldig und die anderen müssen jetzt endlich ihre Hausaufgaben machen, ist zu wenig. Dieses Problem hat zwei Seiten, so wie die Mehrzahl der Probleme, die wir uns weltweit auch klar machen müssen und vor Augen führen müssen. Herr Steinbrück. Ich glaube, wir stehen da an einer entscheidenden Zeitenwende. Die Frage, die bisher unentschieden ist, aber die uns alle angeht, lautet: Wer bestimmt unsere Arbeits- und Lebensverhältnisse und die internationalen Beziehungen? Sind das völlig entgrenzte, globalisierte, von anonymen Managerentscheidungen abhängige Märkte? Oder sind es demokratisch legitimierte Institutionen, national wie international? Das ist die entscheidende, wenn man so will,
gesellschaftspolitische, ordnungspolitische Debatte. Wenn Sie mich fragen, wie ich das im Augenblick beurteile, sage ich, die Frage ist noch nicht beantwortet. Richtig ist, dass diese Märkte sich sehr viel schneller entgrenzt, wenn Sie so wollen, internationalisiert haben als die Politik. Sie sind schneller gewesen. Und die Frage ist, ob die Politik, insbesondere auf europäischer Ebene, vielleicht in ihrem ersten Ansatz mit den kontinentaleuropäischen Ländern, die jetzt auch eine Finanzmarkttransaktionssteuer einführen, in der Lage sind, wieder auf Augenhöhe zu kommen mit diesen Märkten und denen etwas vorzugeben, was niemand anderer als Helmut Schmidt Verkehrsregeln genannt hat. Verkehrsregeln. Er hat darauf hingewiesen, im internationalen Schiffsverkehr gibt es Verkehrsregeln, im internationalen Luftverkehr, bei der Bekämpfung von Pandemien, da weiß man genau, was man machen soll oder muss, auch international, aber ausgerechnet in einem der dynamischsten Bereiche, die es gibt, der internationalen Geldwirtschaft, man kann auch sagen internationaler Finanzkapitalismus, haben wir keine ausreichenden Verkehrsregeln. Das ist die entscheidende ordnungspolitische Frage. So, letzte Bemerkung, wer regiert die Welt? Inzwischen haben wir es mit einer weitergehenden Problematik zu tun, indem es nicht mal mehr anonyme Bankmanager sind, die die Entscheidung treffen, sondern Algorithmen. Wir sagen mathematische Reaktionsmodelle, die in Millisekunden Millionen, wenn nicht Milliarden Beträge verschieben. Nicht mal mehr individuelle Entscheidungen von Menschen. So, deshalb haben wir mit Blick auf die Frage der Bankenregulierung inzwischen es nicht nur mit der Frage zu tun, muss man diese Haltefristen über solche Entscheidungen bei Banken, wo das Maschinen sind, verlängern, sondern kann man diese mathematischen Reaktionsmodelle, müssen die nicht genehmigt werden? Wenn Sie an einem Buchtipp interessiert sind, dann kaufen Sie sich das Buch Angst von einem Engländer, der heißt Robert Harris, der für einen Investmentbanker in der Schweiz beschreibt, wie sich dieses System eines Hochfrequenzhandels verselbstständigt, sogar gegenüber menschlichen Entscheidungen. Und eine selbstlernende Intelligenz ist, die sogar nachher denjenigen auffrisst, der es geboren hat. Das sind die entscheidenden Fragen, mit denen wir es zu tun haben. Herr Giegold. Gern zu dieser Frage, wer regiert das Geld, aus einer Perspektive, die ich jetzt seit 4 Jahren in Brüssel habe, noch was sagen. Ich sitze ja in dem Ausschuss als Koordinator der Grünen, der die Regeln macht fürs Finanzsystem. All die Regeln, ist ja nicht wahr, dass es keine Regeln gäbe. Es gibt jede Menge Regeln für Banken, Versicherungen, Fonds, für den Vertrieb von Finanzprodukten, auch auf der steuerlichen Ebene. Es gibt überall Regeln. Ist aber auch richtig, dass diese Form von Finanzkapitalismus, die wir jetzt erleben, die ist nicht von selbst entstanden, sondern die ist entstanden, weil bestimmte Schutzmechanismen, die es früher gab, systematisch abgebaut wurden auf die und auch umgekehrt keine internationalen Mechanismen dagegen gesetzt wurden. Es kam also zu einem systematischen Öffnen und das ist verantwortet worden, auch von Politik. Und das ist nicht einfach wie der Geist aus der Flasche entstanden. Zweite Bemerkung. Nichts hindert uns im Bereich der Finanzen auf europäischer Ebene. Dort entscheiden wir mit Mehrheit, sowohl im Parlament wie zwischen den Mitgliedsländern, ein starkes Regelwerk. Herr Steinbrück hat alle zentralen Punkte eben genannt. Trennbanken, Begrenzung der Risiken aus dem Investmentbankengeschäft, das Haftungsprinzip wieder einzukehren zu lassen. Niemand hindert uns daran, das auf europäischer Ebene zu tun. Das Einzige, was uns daran hindert, und das erlebe ich täglich, ist, dass diejenigen, die von diesen Regeln profitieren würden, wir alle, sie sind sehr schlecht organisiert in diesen Fragen, sie können alle 4, 5 Jahre uns wählen. Darüber hinaus gibt es einige Organisationen der Zivilgesellschaft, sie können auch Banken unterstützen, die das nicht machen. Andererseits, die Finanzindustrie, die wir versuchen zu regulieren, setzt alleine in Brüssel 300 Millionen Euro jedes Jahr nur für Finanzmarktlobbyismus ein, 700 professionell bezahlte Finanzmarktlobbyisten. Diese Geldflüsse sind nicht transparent. Wir wissen nicht, wer macht was mit welchem Geld. In Berlin gibt es gar kein Lobbyistenregister, leider, weil wir Probleme haben mit der jetzigen Koalition. In Brüssel gibt es ein freiwilliges Lobbyistenregister, in der die Schlimmsten überhaupt nicht drinstehen. Und ich weiß nicht, warum es erlaubt ist, immer wieder, dass Organisationen, die in dieser Weise ihre Eigeninteressen vertreten, warum die in großem Maße politische Parteien mit Spenden finanzieren dürfen. Das sind alles Vorgänge, die dürfen so nicht.
Meint er Sie, wenn er auf die Lobby schimpft? Also wir haben 3 Fachleute in Brüssel und 2 Sekretärinnen. Die brauchen wir, ja, die sind persönlich bekannt, die brauchen wir auch, weil wir an einer Stelle eine zusätzliche Dimension einfach haben. Denn uns muss klar sein, all diejenigen, die sagen, wir brauchen auch Schrittmacherfunktion in Europa. Wir wollen auch eine Alternative, die bessere Alternative herausschälen zu dem, was eher das angelsächsische Investmentbanking ausmacht. Muss man sich trotzdem darüber im Klaren sein, dass viele Dinge, die wir in Deutschland gut und traditionell auch stabilitätsorientiert haben, ein sehr ausgeprägtes System der Volks- und Raiffeisenbanken, 1111 Volks- und Raiffeisenbanken, 422 öffentlich-rechtlich getragene Sparkassen, also 2 Säulen, auf denen unsere Kreditwirtschaft ruht, die in einem Verbund organisiert sind. Das kennt Brüssel nicht. Brüssel arbeitet immer wieder nur mit einer Blaupause, nämlich mit der kapitalmarktorientierten, börsengetriebenen Konzernstruktur, die am Ende grenzüberschreitend aktiv ist. Und wenn wir das nicht schaffen, bei aller Unterstützung einer besseren, auch europäischen Regulierung, wenn wir es nicht schaffen, dass vor allem diese Verbundidee, die uns aus guten Gründen in den letzten 3 Jahren mehr Stabilität gebracht hat, wo jetzt viele internationale Delegationen nach Deutschland kommen, nach Berlin kommen und uns fragen, wie organisiert ihr denn Sparkassenwesen, was macht denn Volks- und Raiffeisenbanken aus? Wenn wir das nicht auch als Teil der europäischen Finanzarchitektur einer besseren, einer auf die Zukunft hin ausgerichteten, einer auf Solidität und Stabilität ausgerichteten Finanzmarktarchitektur hinterlegen können, dann müssen wir deutlich machen, dass wir nicht die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Wir brauchen ein Jahr für die Dezentralität, wir brauchen ein Jahr für die regionale Verankerung und es darf uns genau das nicht passieren, was in Spanien gemacht wurde. Darauf hat Herr Steinbrück dankenswerterweise hingewiesen. Vor 10 Jahren hat die Politik in Spanien den Sparkassen das Regionalprinzip weggenommen. Da waren mal 80 regional stark verankerte Sparkassen. Man hat sie auf 20 reduziert, hat sie quasi in den Wettbewerb gegenseitig gejagt. Und das Ende vom Lied ist, in Spanien haben die Sparkassen dem Regionalprinzip entzogen, eine wesentliche Teil der Krise, eine Immobilienkrise mit ausgelöst. Jetzt wäre eigentlich zu fordern, dass die Spanier wieder umkehren. Aber leider, man hört wieder auf Brüssel, man geht jetzt den Weg und glaubt, wenn man 20 schon dem Regionalprinzip entzogene Sparkassen auf 4 verschmelzt und die 4 zur Börse bringt und versucht, sie kapitalmarktorientiert aufzustellen, dann macht man denselben Fehler. Nochmal, zweimal denselben Fehler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Dummheit, da müssen wir uns dagegen aufstellen. Herr Giegold, dazu. Eine Reaktion machen. Sie haben völlig recht. Es gibt natürlich Lobbyisten in Brüssel, mit denen ich treffe mich sowieso mit allen und verschiedener Richtung. Aber ich finde, es wäre völlig naiv, wenn Sie da nicht wären, weil über Brüssel immer wieder von den Privatbanken systematisch versucht wurde, über spezielle Regeln aus Brüssel Sparkassen und Genossenschaftsbanken kaputt zu machen. Und es wäre naiv, sich dagegen nicht zu wehren und darauf nicht zu achten, dass es nicht passiert. Und ich sage das auch ganz offen, ich arbeite genau in diese Richtung auch zusammen. Und wir haben an verschiedenen Stellen verhindert, dass nach der Krise wieder Dinge gemacht wurden, die die Sparkassen hier geschädigt hätten. Das ist völlig ungenommen. Das Problem, was ich kritisiere, ist nicht, dass Sie dort auch vertreten sind. Was ich kritisiere, ist das Verhältnis von 700 von der Finanzindustrie bezahlten Lobbyisten und 1,5 Stellen bei den Verbraucherschützern und 0,5 Stelle bei den Gewerkschaften und jetzt seit neuestem zumindest noch 10 Personen bei Finance Watch. Das ist das Kräfteverhältnis von Gemeinwohllobby im Finanzsektor und industriefinanzierten Lobbyismus. Und das spiegelt sich in von den jeweils finanzierten Studien an den Universitäten, an Meinungsbeeinflussungsversuchen über die Medien, die das manchmal machen, manchmal nicht. Und dieses Verhältnis ist demokratiegefährdend, nicht, dass Akteure ihre Interessen vertreten. Also, ich stelle hier einen großen Konsens fest für mehr Regulierung und mehr politischer Kontrolle des Finanzsektors und ich höre große Unterstützung bei Ihnen.
Mich würde jetzt aber skeptisch interessieren, woher wissen wir eigentlich, dass wir die richtigen Regulierungen machen? Also, es ist ja nicht ganz so, als kämen wir aus einer total deregulierten Welt und würden jetzt zum ersten Mal merken, Banken sind komplizierte Zeitgenossen, die müssen wir regulieren. Woher wissen wir, dass wir jetzt die richtigen Regulierungen machen? Ich mache zwei Beispiele. Die Frage von Staatsanleihen. Wenn Banken Staatsanleihen kaufen, ihre eigenen Staaten finanzieren, dann mussten sie das klassischerweise, so war die Regulierung, nicht mit Eigenkapital unterlegen, weil man davon ausgegangen ist, Staatsanleihen sind immer sicher. In der Krise haben wir die Erfahrung gemacht, da haben wir zwar reguliert, aber falsch reguliert. Oder nach der New Economy-Pleite mussten die Versicherungen, hochregulierte Institute, mussten alle ihre Aktien verkaufen und mussten Anleihen kaufen, was sicher nicht die richtige Regulierung gewesen ist. Also selbst wenn man zustimmen würde und sagen würde, Rahmenbedingungen, Spielregeln etc., ordnungspolitisch geboten, keine Frage. Aber Herr Steinbrück, machen wir nicht immer aus der vergangenen Krise, ziehen wir Lehren, die aber nicht die Lehren für die kommende Krise sind, denn die kennen wir ja noch gar nicht. Es mag umstrittene Vorschläge geben und über die muss man sich weiter sehr abwägend buchstäblich beugen. Aber es gibt ja ein paar Punkte, wo es einen breiten Konsens gibt. Also, dass die Banken eine höhere Eigenkapitalquote haben müssen, was ihre Risikoignoranz bremsen würde. Dass die größere Liquiditätspuffer brauchen. Dass ein Trennbankensystem jedenfalls teilweise schützt vor Übersprungseffekten. Das wird übrigens nicht nur in Deutschland debattiert, sondern es gibt eine Kommission, die von Herrn Liikanen, das ist ein finnischer früherer Finanzminister und Zentralbankchef, auch früherer EU-Kommissar, der das vorgeschlagen hat. In Großbritannien habe ich gesprochen, ausgerechnet in London, den Lord Turner, das ist der Chef der britischen Bankenaufsicht. Der hat mir gesagt, in Großbritannien wird ein Trennbankensystem eingeführt. Daraufhin war ich für 5 Minuten sprachlos, was mir selten passiert. So, dann in den USA wird das über einen früheren amerikanischen Präsidenten der amerikanischen Zentralbank, der Fed, debattiert. Also das ist eine weitere Maßnahme. Dann ein europäisches Abwicklungs- und Restrukturierungsregime einzuführen, das eine rechtliche Grundlage für große, grenzüberschreitende, systemrelevante Banken ist, dass die gegebenenfalls abgewickelt oder restrukturiert und auch verkleinert werden können. Einen Bankenrettungsfonds einzuführen, der, wie wir schon festgestellt haben, von Banken finanziert wird. Bestimmte Geschäfte zu verbieten, wie ich sie aufgelistet habe, zum Beispiel insbesondere auch den Handel mit Kreditversicherungsscheinen. Das ist eine groteske Geschichte. Um Ihnen das ganz umgangssprachlich zu formulieren, ich kaufe alle Ihre Hausversicherungen auf, mache einen guten Preis und Sie sagen, Mensch, bei dem guten Preis stammen die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos, dass mir meine Wohnung abfackelt oder mein Haus ist ja relativ gering. Ich kaufe alle Ihre auf, die packe ich in einen riesigen Sack und dann mache ich daraus ein verbrieftes Produkt. Und wissen Sie, wo ich anschließend daran interessiert bin? Dass Ihre Häuser abfackeln, weil ich dann nämlich die entsprechende Einnahmen habe. So, und solche Art von Produkten wirklich zu verbieten, um es hier umgangssprachlich zu formulieren, darüber gibt es ja eine Einigung. Schlusspunkt, ja, es mag zweifelhaft sein, ob der Aufkauf von Staatsanleihen durch Banken mit einer Eigenkapitalunterlegung verbunden sein muss. Warum? Weil damit natürlich der Aktivitätsspielraum der Banken massiv eingegrenzt wird und sie vielleicht nicht mehr daran interessiert sind, überhaupt Staatsanleihen aufzukaufen. Und das wiederum erschwert die Refinanzierung von Banken, von Staaten. Also muss man das genau abwägen, ob man eine solche Forderung aufstellt, wenn du eine Staatsanleihe von Italien, auch von Deutschland, man kann das ja nicht nur für bestimmte Länder machen, sondern für alle, aufkaufst, dann musst du einen entsprechenden Anteil deines Eigenkapitals dafür unterlegen. Das hat Folgewirkungen für die Finanzierung von Staaten. Auf jeden Fall sehen wir, dass es hier unterschiedliche Regulierungsinteressen gibt. Offenkundig der Politiker, der möchte, dass die Staatsanleihen auch gekauft werden, weil er sich so finanziert, hat ein anderes Interesse. Herr Jorberg, und dann definitiv die Anwälte des Publikums. Ja, vielleicht, damit es nicht ganz so einmütig erscheint, ich bin durchaus nicht für per se überall mehr Regulierung. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Problemen, wenn wir überall gleich regulieren. Also die leicht abgemilderte Bankenunion, die auf europäischer Ebene, und wir haben das auf nationaler Ebene schon weitgehend eingeführt, nach exakt der gleichen Methode Risiken erhebt, Risiken bemisst und sozusagen die Regulierung, was passiert mit diesen Risiken, wenn wir das nach dem gleichen System regeln,
Da muss man sich ja die Frage stellen, ist dieses System auf jeden Fall fehlerfrei? Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses System fehlerfrei ist, ist ziemlich gering. Dann haben wir zukünftig bei bestimmten Ereignissen genau das, was Herr Flassbeck geschildert hat, was das Problem ist, nämlich, dass die Lemminge in eine Richtung gehen, haben wir systemisch durch eine Regulation herbeigeführt. Insofern bin ich der Auffassung, wir brauchen Vielfalt im Bankenbereich. Also das, was Herr Fahn schon geschildert hat, was einmalig in der Bundesrepublik ist, und diese Banken stehen im Wettbewerb, was gut ist, was die sich manchmal ärgern, auch im genossenschaftlichen Verbund haben wir durchaus Wettbewerb untereinander, aber das ist in einer Marktwirtschaft sinnvoll. Aber wir brauchen die Diversität von Banken, übrigens auch in Bezug auf die Beratung. Wir haben heute ein einziges System, ein einziges Beratungsprotokoll für sämtliche Kunden in der Bundesrepublik. Ob das tatsächlich dazu führt, dass Sie als Kunden Vertrauen zukünftig in Banken haben und dass die Bankberater keine Fehler mehr machen, kann man bezweifeln. Insofern ist auch da eine Kulturfrage, die wir uns stellen müssen. Was wir im Moment haben, nenne ich dieses Protokoll, was für alle gleich gilt, ist ein Waffenstillstandsabkommen zweier Kriegsparteien, aber ist weit weg von einem Friedensabkommen. Das ist doch ein guter Zwischenstand. Nun sind mehrfach angekündigt Sie dran, und zwar über die Anwälte des Publikums. Das sind Herr Dr. Lothar Elsner aus Stuttgart und Herr Privatdozent Dr. Joachim von Soesten aus Bochum. Willkommen und danke, dass Sie so eifrig die ganze Zeit hier mitgeschrieben haben. Mal sehen, wozu es führt. Ja, wir haben etliche hundert, glaube ich, Fragen und Äußerungen von Ihnen hier aufgenommen. Und wir bitten um Verständnis, wenn nicht natürlich jede Frage dann jetzt hier im Einzelnen vorkommen kann. Wir haben versucht, einige häufig vorkommende Fragen jetzt einfach hier rauszugreifen. An manchen Stellen ist die Diskussion auch schon ein bisschen weitergegangen. Manches ist vielleicht auch schon von Einzelnen beantwortet worden. Wir stellen trotzdem diese sehr häufig gestellten Fragen an dieser Stelle. Zunächst die erste Frage zur Spekulation. Kann man die Finanzprodukte genau unterscheiden nach dem, was schädliche Spekulation ist und was eben als positive Investition zu sehen ist? Eine zweite Frage, die auch mit der Spekulation zusammenhängt, dann ist es realistisch, diese Finanzprodukte, die als eher schädlich erkannt werden, dann EU-weit oder doch eher weltweit zu verbieten, oder sind die Lobbyisten zu stark? Ja, eine ganze Reihe von Fragen beziehen sich nochmal auf den Ursprung der Krise. Ich glaube auch deswegen, erstens, um nochmal für die Frage Verbote, Regulierung zu lernen, wann wurden wo, von wem, mit welcher Begründung die Regulierung am Finanzmarkt beseitigt? Da brauchen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Auskunft. Dahinter stehen Sorgen. Das ist nicht nur die Sorge um die Zukunft des Projekts Europa, nicht nur die Sorge um die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, die ja in irgendeiner Form mit dieser Krise zusammenhängen, sondern auch die Sorge um Altersversorgung und Rente. Ich bündel das mal in eine ganz typische Frage, die immer kam, in der sich das nochmal verdichtet. Welche Geldanlagen sind für mich selbst denn wirklich unbedenklich und welche sind, das wurde sehr oft gefragt, wirklich sicher? Eine zweite Frage an Herrn Steinbrück. Wir haben gehört, Austeritätspolitik, ja, nein, Erwägung, das Problem von Investitionen. Brauchen wir, wenn wir sagen, wir müssen eigentlich mehr investieren, diese Frage kam häufiger, bräuchten wir auch nicht Programme zur Entschuldung? Wir haben selbst über das Problem der Entschuldung gar nicht geredet. Ich erinnere daran, das war nur ein Votum, dass Deutschland ja vom Londoner Schuldenabkommen, 1953 war es, glaube ich, ja selbst auch profitiert hat. Also nochmal ergänzen, was diesen Punkt betrifft, das hat ja sehr viele technische Details auch. Also was ist mit Entschuldungsprogrammen? Brauchen wir nicht auch aktiv Programme von Entschuldung? Wir biblisch, theologisch kennen wir das
alles, nämlich das sogenannte Schuldenerlass. Ja. Dann gebe ich das doch an das Podium weiter. Herr Steinbrück, fangen wir mit Ihnen an und zum Thema Austerität. Wie beurteilen Sie die Austeritätsprogramme? Wo sind Ihre Probleme? Und in der Tat im christlich-jüdischen Raum, muss man sagen, zu erwarten, soll es nicht so etwas wie ein Sabbatjahr geben, zumal die Deutschen da nicht nur durch den Marshallplan, sondern vielmehr durch den Schuldenerlass profitiert haben. In Griechenland haben wir es zum Teil versucht, mit zweifelhaften Erfolgen. Also wie sehen Sie das Gesunden Europas und der Südländer vor? 60 oder 90 Minuten? Ich habe gehört, Sie müssen kurz nach 5 weg, also es muss kurz gehen, glaube ich. Also erster Punkt, ja, wir geraten in Europa in einen Teufelskreis. Und das ist mein Hauptkritikpunkt gegenüber dem derzeitigen Krisenmanagement. Wir stürzen einige Länder in wahnsinnige Entschuldungsprogramme, sparen, sparen, sparen. Darüber geht ihr Wachstum runter, die Arbeitslosigkeit geht hoch, die Jugendarbeitslosigkeit geht hoch, ihre Einnahmen, Steuereinnahmen gehen runter, ihr Finanzierungsbedarf der Fremdfinanzierung geht hoch, ihre Konditionen werden schlechter und es kommt eine Ratingagentur und zensiert sie dann noch eine Note runter und dann fängt der ganze Teufelskreis wieder an. Da werden wir Deutschen sehr vorsichtig sein müssen. Manchmal höre ich das so mit herablassender Stimme auf die Länder zu gucken, die diesem Prozess ausgesetzt sind. So ein bisschen nach dem Motto, die Griechen haben ja ihre Hausaufgaben nicht gemacht, dann sollen sie doch ihre Inseln verkaufen, die Akropolis nehmen wir nicht, weil sie kaputt ist. Da bitte ich sehr genau innezuhalten. Das, was wir mit Griechenland und auch mit Portugal im Augenblick machen, ist, dass wir ihnen jährlich auferlegen Sparprogramme von 5% ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung. Damit können wir wenig anfangen, aber ich übertrage Ihnen das mal auf Deutschland. Das würde bedeuten, dass Deutschland 130 Milliarden Euro pro Jahr über alle 4 öffentlichen Haushalte einsparen müsste. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung. Was glauben Sie, was da draußen los wäre? Das machen wir aber mit denen. So, deshalb droht dort eine Austerität oder jedenfalls eine Verarmung und man kann das auch merken. Das heißt, in meinen Augen ein notwendiges Krisenprogramm muss sich darauf richten, Ihnen natürlich auf der Zeitachse abzuverlangen, dass Sie Ihre Staatshaushalte in Ordnung bringen, aber die Dosis darf nicht tödlich sein, die Dosis muss lebend sein und Sie brauchen wirtschaftliche Impulse. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, wir brauchen Sofortprogramme gegen eine Jugendarbeitslosigkeit, weil die nackter Sprengstoff ist. In Spanien ist sie 60%. Und viertens, um das hinzuzufügen, glaube ich, dass wir eine sehr viel schärfere Bankenregulierung brauchen. Zweiter Punkt, eine Entschuldung. Wir haben in Griechenland haben wir einen solchen Fall gehabt. Die Fachleute reden von einem Haarschnitt, auf Englisch ein Haircut. Den sind, glaube ich, die Schulden der privaten Gläubiger ich glaube, 50% erlassen worden. Das hat Erleichterung gebracht, führt aber jetzt dazu, dass es kaum noch einen privaten Kreditor oder Investor gibt, der bereit ist, griechische Staatsanleihen aufzukaufen, weil der sagt, das kann mir ja nochmal passieren. Dass der zwischenzeitlich hohe Zinsen aufbekommen hat und dass er über diesen Zinsen ein Ausfallrisiko auch immer mitkalkuliert hat, wird nicht so öffentlich debattiert, aber deshalb ist eine solche Entschuldung ein sehr zweischneidiges Messer. Und man kann es nicht ohnehin unbedingt vergleichen mit dem Schuldenschnitt, den es für afrikanische oder andere Länder gegeben hat, im sogenannten Pariser Club bzw. im Londoner Club. Das eine sind die staatlichen Gläubiger gewesen, das andere sind die privaten Gläubiger gewesen. Das ist im Sinne der Entwicklungspolitik, wie ich glaube, wichtig gewesen. Aber der Fall von Griechenland zeigt uns, dass das sehr zweischneidig ist. Dritter und letzter Punkt. Ja, es hat mal eine französische Kollegin von mir gegeben, eine Grande Dame. Jetzt ist sie die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, das ist Christine Lagarde. Die hat uns Deutschen mal so etwas empfohlen wie eine Art Sabbatical für unsere Exportaktivitäten. Dahinter steht eine konkrete Problematik. Damit hat sie nicht Unrecht. Sie sagt, ihr Deutschen seid so stark und Export so gigantisch, dass ihr darüber extreme Leistungsbilanzüberschüsse erzielt und die spiegeln sich in den ganzen Defiziten der Länder um euch herum. Und diese Defizite müssen ja irgendwie finanziert werden. Und wie werden sie finanziert? Kreditfinanziert. Und damit jagt ihr sie in dieses Problem hinein. So, die Antwort kann nur nicht liegen, dass Deutschland sagt, wir verzichten auf Wettbewerbsfähigkeit, wir verzichten auf Exportaktivität. Die Antwort muss darin liegen,
dass Deutschlands Kaufkraft, inländische Kaufkraft steigert, damit wir stärker Importe nachfragen und damit die Außenwirtschaftsbeziehungen wieder in eine stärkere Bilanz kommen, in einen stärkeren Ausgleich kommen. Dann reden wir konkret über entsprechende Lohnsteigerungen, über einen gesetzlichen Mindestlohn und wir reden über die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern als wesentliche Impulse für die Kaufkraftsteigerung. So, jetzt würde ich gerne die Frage nach den richtigen und sicheren und guten Anlagemöglichkeiten an die beiden Sparkassenbanker geben und nochmal die Frage gute und schlechte Spekulation an Herrn Giegold. Würden Sie dabei ja die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, woher weiß ich, dass mein Geld gut, nachhaltig, ökologisch etc. angelegt ist und ein bisschen was bringen soll es auch, was in den Zeiten des Anlagenotstands nicht wirklich einfach ist. Es gilt nach wie vor die einfache Regel, wenn Sie das verstehen, was mit Ihrem Geld passiert, wenn Sie die Geldanlage verstehen, dann kann das nicht so ganz falsch sein. Das scheint eine ziemlich simple Regel zu sein, die gilt aber nach wie vor. Und wenn Sie was absolut nicht verstehen, sollten Sie lieber die Finger davon lassen. Das ist zugegeben eine sehr einfache, vielleicht zu einfache Regelung, aber wenn Sie die schon mal berücksichtigen, dann sind Sie schon ganz gut dabei. Die zweite Frage, die man sich heute stellen muss, und ich will gar nicht das sorglos machen, ja, wenn Sie sich Sorgen machen, ob Ihr Geld richtig angelegt ist, ist das schon mal ein erster Schritt, wie die Sache sicherer wird. Und jetzt meine ich nicht nur in Bezug auf eine abstrakte Sicherheit, sondern wenn wir hier diskutieren, was alles Schreckliches auf dem Finanzmarkt passiert, was passiert mit Ihrem Geld, während Sie hier sitzen und wir darüber diskutieren? Diese Frage sollte sich heute jeder stellen. Und wenn man sagt, da kann ich nicht nur sagen, das habe ich verstanden, sondern ich habe auch den Eindruck, das macht Sinn, sind wir in Bezug auf die Sicherheit auch schon einen Schritt weiter. Jetzt erfahren Sie uns genau zum selben Thema. Also ich würde der Grundregel, nur was zu kaufen und auf mich was einzulassen, was ich verstehe, noch zwei weitere Regeln dazustellen. Erstens, Sie müssen sich immer darüber im Klaren sein, wenn jemand mit einem besonders hohen Renditeversprechen vor Ihnen steht, dass er das, weil ja um diesen Rendite, um dieses Renditeversprechen gibt es ja einen Wettlauf, das will ja jeder gut machen. Und nur der kann Ihnen eine hohe Rendite versprechen, der ganz klar deutlich höhere Risiken in Kauf nimmt. Das heißt, das Geld, das wie Manna vom Himmel regnet, das gibt's nicht. Hohe Rendite hat immer etwas 1:1 mit höheren Risiken zu tun. Und das muss dann jeder für sich selber ganz individuell abwägen, ob er bereit ist, dieses Risiko einzugehen oder nicht. Und die dritte goldene Regel, die ist auch ganz einfach, nie alle Eier in einen Korb legen. Das heißt, tatsächlich das Angebot annehmen mit denjenigen, denen Sie Vertrauen entgegenbringen, auf der Basis Ihrer ganz individuellen Ausgangslage, ob vor dem Einstieg in die berufliche Ausbildung, vor der Entscheidung über die Gründung eines Unternehmens oder vor dem Hintergrund der Absicherung Ihres Lebens und Ihres Standards im Alter. Das sind die Fragen, die Sie zu stellen haben. Und ich will ganz kurz, Herr Hahn, weil mir das wichtig ist, noch einen Schritt zurück machen, weil wir auf Seiten der Sparkassen sagen, ja, wir müssen uns aus der Erfahrung von über Tausenden von mittelständischen Betrieben, die wir auch dabei begleiten, nach einer schwierigen Situation wieder quasi Luft zu holen, sich auch neu auszurichten. Ja, wir müssen uns, weil wir auch aus Deutschland heraus immer ein Angebot auf den Tisch legen müssen, wie wir Europa gut weiterentwickeln. Wir müssen uns mit einer Altschulden-Systematik auseinandersetzen.
Wir könnten über einen Altschuldentilgungsfonds vielleicht wieder dahin zurückkommen, wo wir wollen, nämlich zu einem Euro, der die Regeln einhält. Und bevor sich die europäischen Mitgliedstaaten weiter auf Kosten von Millionen von Sparern entschulden und am Ende die Sparer die Zeche zahlen lassen, bin ich eher bereit über solch einen wesentlichen Schritt, nicht für neue Schulden, sondern um das System wieder auszurichten, die alten Schulden wegzupacken und sie Stück für Stück sauber wegzufertigen und abzuarbeiten. Das ist aus unserer Sicht ein Konzept, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat. Jetzt ein Anlagetipp von Herrn Steinbrück und dann Herr Giegold. Es gibt noch eine vierte Regel. Erkundigen Sie sich nach der Höhe der Provision des Bankmanagers, der Sie berät. Und das Produkt, das eben die höchste Provision verschärft, das nehmen Sie garantiert nicht. Herr Giegold, so gute und schlechte Spekulation, woher weiß ich das? Ganz kurz auch nochmal auf diese Anlageseite eingehen, weil ich finde das wirklich wichtig. Es ist nicht immer das niedrigste Risiko das beste Anlageprodukt. Risiko an sich ist nicht schlecht. Wenn Sie in eine Bürgersolargenossenschaft investieren, gehen Sie ein höheres Risiko ein. Vielleicht erreichen Sie aber mehr mit dem Geld. Nicht immer ist Risiko schlecht. Das leitet schon über in die Frage der Spekulation. Zweitens, wenn Sie irgendwo Finanzprodukte erwerben, dann wissen Sie hoffentlich, dass Sie nicht in einer Beratungssituation, sondern in einem Verkaufsgespräch sind. Und ansonsten schließe ich mich dem dort an, was Herr Steinbrück gesagt hat. Wir brauchen mehr Beratung, die nicht von denjenigen finanziert wird, die die Finanzprodukte herstellen, sondern die wirklich auf Seiten des Anlegers stehen. Da haben wir große Probleme, darüber wäre viel zu reden. Die Sache mit der Spekulation. Ich glaube, es gibt einige wenige Produkte, wo Sie wirklich sagen können, das können wir verbieten. Herr Steinbrück hat einige genannt. Wir haben in Europa die ungedeckten Leerverkäufe weitgehend verboten. Das ist ein erster Schritt. Das war sehr viel Arbeit gegen die Finanzlobby. Aber die meisten Produkte, die sind weder ganz klar schwarz noch weiß. Und deshalb, wenn Sie etwas nicht verbieten können, weil es nicht klar ist, ob es gut ist oder schlecht, sondern manchmal ist es gut, manchmal schlecht, dann ist eben das effektivste Instrument, Sie verteuern das. Sie nehmen eine Steuer darauf. Und das ist genau das, was wir mit der Finanztransaktionssteuer erreichen können. Zweiter Vorschlag, Sie verbieten, zu viel Geld von einem Einzelakteur in einen bestimmten Markt zu tun. Im Bereich der Nahrungsmittelspekulation gibt es das mit dem Vorschlag der Positionslimits. Herr Steinbrück hat ja darauf hingewiesen, man kann nicht alles, was mit Nahrungsmitteln oder Rohstoffen angeht, sollte man verbieten. Es gibt bestimmte Absicherungsgeschäfte, die sind sinnvoll. Aber Sie können mit Positionsgrenzen das einhalten. Dafür haben sich die Entwicklungsorganisationen der Kirchen, viele Finanzmarktexperten eingesetzt. Und das Europaparlament ist jetzt gegen den Widerstand der Finanzlobby für ein striktes Regime von solchen Positionsgrenzen. Wir verbieten also nicht die Absicherung, wir verbieten aber diese absurden Summen, die in diese Märkte gesetzt werden, wie das Herr Flassbeck gesagt hat. Und ich kann nur sagen, es wird diesen Herbst entschieden, das wird ein ganz heißer Kampf und wir haben die Chance, dieses massive Spekulieren mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln damit Einhalt zu gebieten. Wir brauchen aber weiter die Unterstützung der Zivilgesellschaft, ansonsten wird es diese Gesetze nicht geben. Lassen Sie uns nicht alleine mit den Interessensvertretern Ihrer Gewinne in diesem Bereich.